Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und wir haben heute mal remote zu Besuch Evgeny Kasakov. Herzlich willkommen zurück, Evgeny. Auf vielfachen Wunsch der Werktätigen. Guten Abend. Das ist ein Standardspruch, auf jeden Fall. Es ist schade, dass du nicht in Berlin bist. Das ist das erste Mal, dass es jetzt auch mal remote klappt. Ja, Eine hoffen wir. Aufzeichnung. Aber wir haben halt auch gedacht, dass das Thema gerade ein bisschen heiß brennt. Deswegen macht es Sinn, jetzt nicht zu warten, bis du das nächste Mal hier bist. Ursprünglich wollten wir sprechen über die russischen Wahlen, die bald anstehen, und zwar, soweit ich weiß, im März. Am 24. So ist das. Und natürlich kam jetzt ein kleiner, leichter Strich durch die Rechnung mit dem Ableben von Nawalny. Nawalny. Wann war das? Ende letzter Woche? Am Freitag. Am Freitag, genau, Ende letzte Woche, so war es. Ja. Genau. Und ja, wir werden wahrscheinlich darauf auch im Laufe der Folge jetzt nochmal zu sprechen kommen, aber ich würde sagen, bevor wir direkt mit den Wahlen beginnen, lass uns doch mal ein paar Kommentare einfach mal dazu bringen. Sag uns doch mal ganz kurz, was ist passiert? Was weißt du mittlerweile schon? Du bist da ja immer sehr am Verfolgen. Was ist deine Einschätzung der Sache? Und dann gucken wir mal, ob wir kurz ins Gespräch kommen dazu. Gut, also am Freitag meldeten staatliche Stellen, dass Alexei Nawalny in Haft plötzlich verstorben ist, woraufhin seine Anhänger das ein paar Stunden erstmal nicht glaubten. Also sie wollten irgendwelche Beweise sehen und erst nach ein paar Stunden wurde das auch bestätigt. Woraufhin, ich sage jetzt mal so relativ rasch, unter Oppositionellen, ich sage mal so, Streit ausbrach, ob es gezielter Mord war oder ob er an Haftbedingungen zugrunde gegangen ist. Daran, dass er plötzlich an natürlichen Gründen starb, glaubt in Opposition so gut wie niemand. Also wie gesagt, der Streitpunkt verläuft einfach wirklich zwischen, waren die Haftbedingungen so, dass das provoziert haben oder war das irgendeine gezielte Aktion? Und von staatlichen Stellen, würde ich mal so sagen, wurde nicht gerade viel gemacht, um das zu entkräftigen, weil sie haben erstmal als Todesursache über Kanäle laufen lassen, tatsächlich Formulierung, Syndrom des plötzlichen Todes. Und nachdem, wo sie gesagt haben, so etwas gibt es nicht als festes medizinischen Begriff, haben sie gesagt, naja, halt eben eine Thrombose, heißt das auf Deutsch? Ja, Thrombose, ja. so. Was natürlich immer sehr plötzlich kommt. Und dann waren auch natürlich irgendwie, also es gibt viele Beispiele, wo dann Leute gesagt haben, ja, bei meinen Verwandten war das auch sehr plötzlich. Aber es gibt so einen Punkt, dass Nawalny galt bisher als wichtigster Oppositioneller, als wichtigster politischer Gefangener. Das heißt, es wurde immer gesagt, erstens, wenn es um Austausch geht, ist er quasi der Trumpf. Also es gibt niemanden Wichtigeren bei jedem Austausch Verhandlungen als ihn. Er ist so quasi so Nummer eins. Er ist Unterpfand für alle Verhandlungen. Und tatsächlich, also neben ihm so, gibt es keine Oppositionsfigur, die so, also, ne, so viel Macht hat, mit seinen Worten Leute zu irgendwas zu bewegen, sei es auf die Straße zu gehen oder ihr Wahlverhalten zu ändern. Dementsprechend also so die drei wichtigsten Thesen, die ich erst am Wochenende, also nicht von offizieller Seite wohl bemerkt, ne, sondern eher so, also nicht von Staatsfunktionären, sondern von Journalisten auf staatlichen Kanälen gehört habe, 2 Tage später bei einschlägigen Publikationen wie Nachdenkseiten und so weiter in Westeuropa gelesen habe, sind immer erstens, naja, so ein plötzlicher Tod kann nun mal passieren. Stimmt, aber bei so einer wichtigen Gefangenen kann man annehmen, dass man seinen Gesundheitszustand sehr genau im Auge beobachtete, wenn man überhaupt Interesse, wenn man Interesse hatte, dass er weiterlebt. Wenn man es nicht im Auge hatte, dann hatte man auch kein Interesse, dass er weiterlebt, was schon einiges aussagt. Zweiter Punkt, was immer gesagt wird, ja, aber so wichtig war er doch nicht. Und das ist die Bevölkerung hat ihn schon längst vergessen. Klar, alte Omis, die Fernsehen sehen, denen sagt sein Name so gut wie gar nichts oder nur als im Kontext von, da ist so ein Unruhestifter. Aber alle Leute, die irgendwie, egal ob sie jetzt links, liberal, nationalistisch, russisch-nationalistisch oder minderheitennationalistisch,
oppositionell unterwegs waren, kannten ihn. Und er war schon so eine Figur, ich will nicht sagen, er war von allen geliebt oder von allen ohne Widerspruch als Anführer akzeptiert, aber er war sehr bedeutend. Und das heißt, sein Wort galt. Oppositionelle verschiedene Schattierungen, die mit dem irgendwelche Abmachungen trafen, das war sehr schwierig. Die wussten uns, okay, wenn man quasi, wenn Nawalny seinen Leuten sagt, stimmt so ab, dann werden sie auch tun, weil er verfügt über tatsächliche Anhängerschaft. Deswegen dieses Argument ist komplett nicht valide. Und das gilt auch den dritten Argument. Ja, aber Russland hat doch, also nicht Russland, Putin hat doch nichts davon, weil Entschuldigung, und da kommen wir ganz, das ist perfekte Überleitung zum Thema von unserer heutigen Sendung. Putin hat sehr wohl was davon, weil diese Wahlen tatsächlich wichtig sind. Und warum sie wichtig sind, also darüber reden wir gleich. Ich will nur sagen, also erstens, die Tatsache, dass es Putin was bringt, ist noch kein Beweis, dass er es war, klar. Allerdings, also im Falle von Nawalny, der schon mal Zielscheibe eines offensichtlichen Anschlags war, ist das also klar, dass dieser Verdacht sehr schnell formuliert ist. Und wenn Leute dann nach Indizien und Entkräftigung suchen, dann muss man sagen, da ist russischer Staat eher auf die Schiene, Mixed Signals zu senden. Also nicht wir tun alles, um das zu entkräftigen, sondern wir tun alles, damit noch mehr Gerüchte entstehen und sagen also sehr augenzwinkernd von, kann ja mal passieren. Also es hat nur zwei Signale. Erstens, es ist völlig an den Haaren herbeigezogen, das uns zu beschuldigen. Zweitens, so wird es jedem passieren, der es wagt, staatliche Ordnung herauszufordern. Das ist keine russische Besonderheit. Die Geheimdienste, die dafür bekannt sind, dass sie solche Aktionen machen, haben auch Interesse, dass du dieses, wir können was tun und ihr könnt nichts beweisen, aber wir können es tun und wir wollen, dass ihr wisst, dass wir das tun. Ne? Aber Geheimdienste arbeiten geheim, ne? Banal, aber wichtig im Kopf zu behalten. Ich bin aber auch tatsächlich, vielleicht wird mir ein Teil eurer Zuhörerschaft jetzt als nicht mehr so mögen, aber ich bin eher so Anhänger von naheliegendem. Also wenn islamische Fundamentalisten etwas sprengen und Verantwortung dafür übernehmen, in einem Land, das sie sowieso schon ganze Zeit bekämpfen, dann werden sie es vermutlich sein. Wenn ein Funktionär von diesen Fundamentalisten irgendwo einem Anschlag zum Opfer fällt, waren es wahrscheinlich Staaten, die ihn bekämpft haben. Wenn in Russland etwas explodiert, dann waren es vermutlich Feinde Russlands und nicht russische Behörden. Und umgekehrt, wenn Ukraine was passiert, dann waren es nicht Ukraine selbst, sondern Gegner der Ukraine. Also ich bin kein Anhänger von, lass uns mal eine ganz komplexe False Flag Aktion Theorie ausdenken, sondern es gibt offensichtliche Feindschaft. Die Kontrahenten leugnen diese Feindschaft nicht. Und aus der heraus kann man schon davon ausgehen, dass das wahrscheinlichste Fall ist, dass es Feinde von jemandem sind, die solche Aktionen machen und nicht irgendwie eigene Leute. Zumal die Theorie, also wie gesagt, ne, russische offizielle Position, also das, was Staatsfunktionäre sagen, ist immer, naja, plötzlicher Tod kann ja jedem passieren. Woher die ganze Aufregung? Was dann so die Journalisten in ihren Sendungen sagen, ist eher sowas, naja, Westen war auch vielleicht wütend auf Interview mit Tucker Carlson und hat vielleicht das gemacht, wie nach 20 Jahren, in denen Putin sagt, wir machen unser Land stärker und sicherer, spazieren westliche Agenten in einen Hochsicherheitstrakt hinter dem Polarkreis und bringen wichtigsten politischen Gefangenen um. Also wenn man diese Theorie ernsthaft glaubt, dann ist das auch so ein bisschen, dann muss man die Frage stellen, das stellt Selbstbild russische Führung in Frage. Wenn man sagt, aber Westen hat jetzt mehr Grund für Sanktionen gegen Russland oder neue Kampagnen, also wie gesagt, das ist eine Reaktion, das ist auch ein Thema. Wenn Russland was Schlimmes macht, ist das selbstverständlich, was dann man in Medien liest. Daraus kann nur eins folgen, unser Staat muss stärker werden und auf Russland Druck machen. Aber ich sage jetzt mal so, für russische Führung sind diese Wahlen immens wichtig und noch irgendwelche Beschimpfungen und Sanktionen vielleicht nicht so wichtig, weil Sanktionen haben die sowieso am Hals und Feindschaft des Westens auch. So viel gut zum Thema Nawalny. Über seine politische Einstellung habe ich schon in bisherigen Sendungen relativ viel gesagt.
Wir können auch einen Artikel von mir zu, oder einige Artikel zu dem Thema verlinken. Also so kurz gesagt zur Erinnerung, ja, Nawalny war Rassist. Nein, Nawalny stand nicht rechts außen in der russischen Politik. Er war auch kein Faschist. Er war schon durchaus liberaler Demokrat. Liberale Demokraten können auch rassistisch sein und sind es in vielen westlichen Staaten. Häufig, um nicht zu sagen, fast immer. So, soweit zum Thema Nawalny und Vielleicht wir können, ja. eine Nachfrage. Es ist ja klar, nichts ist irgendwie erwiesen und deswegen ist da natürlich einiges an Spekulationen dabei. Einiges ist trotzdem naheliegend, so wie du das auch verargumentiert hast. Anderes vielleicht nicht so naheliegend, aber erstmal einfach die eine Frage, die sich mir sofort da gestellt hat, wenn man denn von dem Naheliegenden ausgeht, wie du das meinst, was übrigens typisch ist für uns Leute beim Verfassungsschutz. Ja. Dann stellt sich für mich doch die Frage, warum gerade jetzt, der ist doch jetzt schon seit einer ganzen Weile dort drüben in den Gefängnissen unterwegs oder nicht unterwegs, sagen wir es so, einen Monat vor der Wahl, ist das dann nicht wirklich zu offensichtlich, dass da um ein Ausschalten von irgendwelchen Konkurrenzparteien geht? Du hast die Frage selber beantwortet. Ja, es ist gerade, weil es vor der Wahl ist. Und weil Wahlen wichtig sind und weil es ein Signal an alle Oppositionelle ist. Und das haben auch alle Oppositionelle so verstanden, dass wenn Nawalny um dessen Leben dachte, man wird der Staat sich kümmern, weil er ist noch, dann braucht man noch für ihn austauschen. Dann ist Leben von anderen Oppositionellen im Gefängnis nichts wert. Und das ist tatsächlich, ja, Staat verschärfte Pressionen im Vorfeld der Wahlen, nicht nur gegen Nawalny-Anhänger, schmeißt Leute aus verschiedenen politischen Spektren aus im Gefängnis. Und es ist nicht umsonst Familie von Strelkov-Girkin, der eigentlich so ein Hardline-Opposition ist, der ist so Kämpfer der ersten Stunde. Er kann im Gegensatz zu Nawalny oder zu Linken wie Boris Gorelitzky ins Ausland gehen, weil er wird überall gesucht wegen seiner Heldentaten in Donbass. Und seine Familie sagt: Oh Gott, der wird nicht lebend rauskommen, weil niemand hat Interesse, dass er da lebend rauskommt. Er weiß auch ein paar Staatsgeheimnisse mehr als Nawalny und Gorelitzky, vermute ich mal, weil er selber ehemaliger Geheimdienstoffizier ist. Und das ist schon genau, das ist der Punkt von Staatssendet Mixed Signals. Also es soll schon Drohung sein oder Drohung verstanden werden. Und gleichzeitig ist das auch so, wir können das machen, ohne dass man uns, ne, so was anhängen kann, offensichtlich. Vor ein paar Monaten haben sie doch Kagalitzki auch gefangen genommen. Was ist eigentlich aus dem geworden? Das ist mir Er ist eingefallen. gefangen genommen ist, er bekam Urteil, Geldstrafe. Hat diese Geldstrafe bezahlt, was schwierig war, weil er musste dafür, also er war nicht nur ausländischer Agent, er war inzwischen auch als Extremist aufgelistet und dafür musste er halt zur Bank gehen und Bank hat gesagt, du kannst bei uns kein Geld überweisen, du bist ja in der Liste von Extremisten. Er hat gesagt, aber ich muss doch meine Geldstrafe als Geheimagent, als ausländischer Agent zahlen. So hat diese Geldstrafe tatsächlich bis zur letzten Kapitel überwiesen und dann ist zur Staatsanwaltschaft in Revision gegangen und bei Revision hat sie 5 Jahre verlangt und 5 Jahre im Gericht hat gesagt, ja, wir geben statt, er bekommt 5 Jahre und geht direkt aus der Gerichtssaal ins Gefängnis. Was für seine Unterstützer natürlich Schock war, weil sie dachten, sie haben dank Unterstützung, und das war viel Unterstützung für Boris Kagarlitsky, irgendwie schon gewonnen. Also es war so, wow. Sowas endet dann doch mit Geldstrafe. Aber es wurde auch gesagt, er hatte Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Das wollte er nicht. Das hat er auch ganz gesagt. Nein, das sowas lasse ich, was mich nicht aus dem Land rausdrängen. Und Signale sind klar. Also im Vorfeld vor Wahlen sind viele Leute aus unterschiedlichen Spektren mit richtig unangenehmen, langen, großen Gefängnisstrafen konfrontiert. Im Gefängnis sitzt auch Sergej Udalzow. Jemand, den habe ich auch häufiger erwähnt, erste 3 Tage war er gegen Krieg, dann war er für Krieg und dann war er auch für, lass uns doch Patrioten und Linke zusammenschließen. Und auch, als er gesagt hat, lass uns vielleicht Kandidatur von diesem Strelkov-Girkin unterstützen, war er sofort im Knast. Also seine Ehefrau sitzt im Duma für die KPRF und sie hat keine Silbe verloren im Sinne von, mein Ehemann sitzt unrecht im Gefängnis. Das muss man schon so quasi so. Und die KPRF wurde angefragt, ob sie vielleicht für Kagarlitsky was tun, weil die haben ja vorhin zumindest zu irgendwelchen Veranstaltungen eingeladen. Und zweitwichtigster Mann in KPRF, Afonin, sagt, wir werden den Fall überprüfen, aber er ist Trotzkist, was nicht stimmt. Und er bekam Geld aus Ausland und deswegen werden wir ihn nicht unterstützen. Also Geld im Ausland war in diesem Fall Honorare für Artikel. Also sowas ist Geld aus Ausland, ja.
Irgendwas für Jacobin geschrieben oder so, ja. Ja, er hat hier viele, also westliche Zeitschriften Ja, geschrieben, aber klar. sogar so finanzieren sie die Agenten. Die schreiben was für Jacobin und bekommen dann. Ach Ja, ja, schön mit übrigens. Abrechnung Mehrwertsteuer und Ja, Zoll und allem. ja. Übrigens, zu unvermeidlichem Thema. Wir haben unsere letzte Sendung, die wir zusammen mit dir gemacht haben, war 1 Stunde kritisiere ich Pro-NATO-Parteinahme, 1 Stunde kritisiere ich Pro-Russland-Parteinahme. Was schreiben die Leute in Kommentare? Also nicht alle, aber einige. Ah, wieder ein NATO-Agent. Also NATO Ja, bezahlt mir 1 Stunde es Kritik am NATO und dann 1 Stunde Kritik am Russland. Das aber, da müssen die mir 2 Stunden Kritik am NATO Fake bezahlen. News, Fake News, du hast gar keine NATO-Kritik gebracht. Gemacht. Okay, ihr könnt nachhören in der Fake News-Sendung, wie ich Fake Kritik am NATO. Also Warum? wirklich 1 Stunde, ich habe Zeit angehalten, 1 Stunde für die und 1 Stunde für sie. Hilft nichts. Nee, das hilft nicht. Das wird auch diese Folge nicht besser machen. Nein. Aber dann mal jetzt die Frage. Du hast es ja schon angedeutet. Beziehungsweise du hast es schon gesagt, die Wahlen sind wichtig. Ja, wenn die so weit gehen, dass sie da Leute in den Knast stecken oder im Knast vielleicht sogar abmurksen, da fragt man sich doch, wird doch hier ständig gesagt, das ist übrigens auch was, was du gesagt hast. Ja, eigentlich ist das ja eine Diktatur. Warum sind denn dann die Wahlen da so wichtig? 90% pro Putin dann irgendwie kommt dann irgendwie bei den Wahlergebnissen raus. Also warum ist das denn eigentlich so wichtig? Beziehungsweise vielleicht mal anders gefragt. Wenn die Wahlen tatsächlich so wichtig sind oder und tatsächlich was verändern können, wären sie dann nicht eher verboten in Russland? Okay, eigentlich, wenn Wahlen was ändern würden, dann wären sie verboten. Ist ein Anarcho-Spruch bezogen auf Demokratie hier. Und auch hier stimmt das so nicht, aber bleiben wir bei Russland. Also, erstens, es gibt unterschiedliche Arten von Diktatur. Es gibt Diktaturen, die kommen durch Putsch an die Macht und sagen so: Wahlen werden in den nächsten 10 Jahren hier einfach nicht stattfinden, hier ist jetzt Notstand. Oder Diktaturen, die sagen: Demokratie mit ihren Wahlen ist absolut bescheuerte Idee. So, gab. Man kann da zum Beispiel aus der Weimarer Zeit in Deutschland so Texte lesen, sogar, wo ein Parlamentsabgeordneter ein Buch rausgibt, der sagt, Demokratie Doppelpunkt, Herrschaft der Minderwertigen. Es ist klar, diese Leute hatten Demokratie als Konzept komplett abgelehnt, oder? Leute wollen Monarchie zurück. So, das ist eine verschiedene Form. Oder Leute sagen, bei uns ist Demokratie sowieso schon so derartig im Interesse der absoluten Mehrheit, da braucht es Konkurrenzwahlen gar nicht, weil wir sind ein Staat der werktätigen Klasse und brauchen keine, woher Ein soll da politische geeintes Konkurrenz kommen? Volk. Ja, woher soll dann politische Konkurrenz kommen? Weil entweder bist du für uns, weil du Teil, also wenn du Teil der arbeitenden Klasse bist, bist du für uns und brauchst keine Konkurrenz. Wenn du nicht Teil der arbeitenden Klasse bist, wollen wir dich auch nicht an der politischen Konkurrenz teilnehmen lassen. Aber Putins Russland gehört nicht zu solchen Modellen. Putin bezieht seine Legitimität nicht aus der Idee von, ich habe schlechte Demokratieherrschaft abgeschafft und durch etwas Besseres ersetzt, sondern die Idee ist ungefähr so: Wenn man dieses demokratisches Verfahren auf unser Land, unser besonderes Land, was ganz, ganz eigenartig ist, anwendet, dann kommt dabei überwältigende Zustimmung zu einem Kandidaten. Und das ist dann nach allen demokratischen Regeln legitimiert. Und er kann damit gleichberechtigt, selbstverständlich, als demokratisch gewählter Repräsentant seines Volkes mit anderen Politikern reden, die sich viel darauf, quasi für die es wichtig ist, dass sie demokratisch gewählt sind. Und das hat sich nichts verändert in 20 Jahren. Auch wenn immer wieder gesagt wird, jetzt schafft Putin Demokratie komplett ab. Er ist wie Stalin, er ist wie Zar, er ist wie Hitler, er ist wie sonst was, wie Ivan der Schreckliche. Quatsch. Putins Legitimität ist stets Legitimität, ich wurde gewählt. Und er brauchte das auch, weil an die Macht gebracht hatten ein sehr ungeliebter, unpopulärer Präsident, Boris Jelzin. Und diese Wahl mit viel, viel, viel Zustimmung war erklärter Ziel von Wahlkampagne, die erste. Und seitdem hat sich eigentlich Stil von Wahlkampagnen und ihre Bedeutung gar nichts verändert. Also erstens, sie unterscheiden sich tatsächlich von Wahlkampagnen in Deutschland, Frankreich, USA, Großbritannien etc. Weil da ist so eine Überraschung, wer gewinnt, komplett ausgeschlossen. Und das soll auch von Anfang an klar sein. Also es soll kein überraschender Sieg sein. Sondern schon vor Beginn ist klar, dieser Präsident tut das, was die Mehrheit gut findet. Und Entschuldigung. Und der Rest, Politiker, die ihn herausfordern,
Die sind verstrickt in ihre kleine, unbedeutende Spaltereien, Streitereien und sie reden nur und er tut was. Also er zum Beispiel, ihm als Kandidaten steht bestimmte Zeit für Fernsehauftritte zu. Er nutzt das nicht bei keinem seiner Wahlkämpfe. Er als Kandidat kann andere zu Debatten herausfordern, also quasi zu Duell herausfordern und kann selber herausgefordert werden. Er folgt keine Einladungen und lädt niemanden, also quasi fordert niemanden zum diesem Debatte auf. Sein Pressesprecher sagt, Präsident ist halt so beschäftigt mit seinen Aufgaben, er hat keine Zeit. Also politische Konkurrenz, so soll die Botschaft lauten, ist Schwachsinn, schädlich und unnütz. Aber Demokratie ist gut. Also Demokratie im Sinne von das Volk wählt mit überwältigender Mehrheit diesen einen Kandidaten, obwohl es andere auch gibt. Es ist total wichtig, dass es mehrere Parteien gibt und mehrere Kandidaten. Es ist undenkbar, dass das Wahl mit einem Kandidaten, das soll auf gar keinen Fall sein. Aber es ist auch wichtig, dass der Abstand zwischen Kandidaten Nummer 1, dem Amtsinhaber, und allen anderen riesig ist. Manche sagen, warum? Nawalny würde doch gegen Putin nicht gewinnen. Das stimmt. Aber wichtig wäre auf jeden Fall, dass bei jedem Kandidaten es sichtbar ist, der Amtsinhaber ist deutlich über 50% und es gibt keine zweite Tour. Also quasi jeder, der Putin in zweite Tour schicken würde, wäre schon quasi, würde dieses Modell zerstören. Deswegen hat Nawalny auch gesagt, nimmt egal welchen Kandidaten und stimmt für ihn, damit es zweite Tour gibt, damit dieses Modell aufgebrochen wird. Und nochmal, woher kommen solche Überlegungen? Aus Dauerfrustration von allen politischen Kräften, dass sie von politischer Konkurrenz faktisch ausgeschlossen sind. Und selbst diejenigen, die als, sage ich jetzt mal so, Anarchisten oder Radikale, wer auch immer, radikale Kritiker von parlamentarischer Demokratie aus Rechte, Linke oder sonst welcher Sitzung, die gar nicht an politischer Konkurrenz teilnehmen wollen, selbst die sehen einfach keine Perspektive für politische Betätigung in diesem Modell. Deswegen jeder, der sagt, wir haben einen Kandidaten, der hat reelle Chance, dieses System aufzubrechen, würde tatsächlich Chance haben. Ich würde nicht sagen, dass es klappen würde, aber alle diese Leute dazu zu bringen, einmal einfach dieses so zu wählen, dass dieses Modell Schaden nimmt. Und das ist, deswegen sind die Ängste vor jedem Oppositionellen, der auf einmal anfängt, verschiedene Stimmen auf sich zu sammeln, sehr, sehr reell. Und das ist das schon der Übergang zu, was ist mit Kandidat Nadeschdin passiert. Er war brav, er war abgestimmt mit AP-Administration des Präsidenten, er hat sich immer so als loyaler Liberaler benommen. Aber dann haben Leute gesagt, egal was er für Programm hat, egal was er für Vergangenheit, das ist völlig überflüssig, uninteressant, wir wählen ihn nur, weil er als Einziger etwas sagen kann. Und er war in den Umfragen vor dem Kandidaten der größten oppositionellen Partei, vor dem Kandidaten der KPRF. Das hat KPRF Du selber redest zugestanden. jetzt über Boris Nadeschdin, ja? Genau. Okay. Entschuldigung, wenn ich den Sprung gemacht habe, kann auch Ja. gleich Nein, sagen, nein, wer nein, war, ist weil es okay. Nadja. Nur genau, erzähl einfach, gib den Aber Kontext und so so. bevor ich Biografien und Parteinamen durch die Luft schleudere, versteht einfach dieses Modell. Nadeschdin ist ein No-Name, der von einer popelige, uninteressante, loyale Partei kandidiert, die niemand kennt und die niemand ernst nimmt. Und auf Anhieb ist er in Umfragen vor dem Kandidaten der KPRF, die riesige Parteibasis hat und die größte oppositionelle Partei ist, nicht weil per se es mehr Liberale als Linke gibt oder mehr Liberale als Kommunisten, sondern weil Boris Nadeschdin einfach signalisiert hat, ich bin, naja, der Kandidat, der wagt zu sagen, dass er mit Krieg unzufrieden ist. Alle, die gegen Krieg sind, egal, ob Nadeschdin sonst was sagt, völlig egal, was er über Wirtschaft, Innenpolitik, sonst was denkt, wir wählen ihn. Einfach um Putin zu ärgern. Und zack, war Nadeschdin aus dem Rennen. Nadeschdin ist, ich kann über Biografie von Nadeschdin reden, aber das ist jetzt keine besonders aufregende politische Biografie. Ist lange politische Biografie, aber keine aufregende. Ist ein so ganz gewöhnlicher Marktliberaler aus den 90ern, der auch mal mit Linken was könnte oder auch mal mit Nationalisten kurz kokettiert hat, aber meiste Zeit war er
Regionalabgeordneter und war sehr viel im Fernsehen. Das hat ihn, glaube ich, ein bisschen bekannter gemacht. Okay, also hast du gut dargestellt, die Wahlen sind wichtig. Jetzt erzähl doch mal dann, was passiert denn eigentlich in 2, 3 Wochen? Was ist das Prozedere bei so einer Wahl? Du hast schon gesagt, dann gibt es dann irgendwie eine zweite Tour eventuell oder sowas. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Das wäre Katastrophe Also für. rein, ich meine, rein prozedural wird das so vorgesehen, dass sowas mal passieren könnte, so wollte ich sagen. Ja. Genau, kannst du einfach mal erzählen, wie läuft sowas normalerweise ab? Normalerweise lief es so ab, dass also alle bisherigen Wahlen waren ungefähr so. Es gibt Spannungsmomente, wenn man zum Beispiel zwei liberale und zwei linke Kandidaten antreten lässt. Die sind aber alle chancenlos. Aber damit man Konkurrenz innerhalb von einem politischen Spektrum hat. Und dann können sich Liberale und Linke streiten, wer von zwei Liberalen oder wer von zwei linken Kandidaten der echte und wer U-Boot des Administration ist, sei. Und ob man jetzt irgendwie den aussichtsreicheren wählt oder den irgendwie unbekannteren. Dann haben im Prinzip alle Kandidaten sich gegenseitig beschimpft, aber niemals den Putin. Und habe gesagt, vielleicht ist Putins Partei und macht Fehler, aber Putin selber war keine Zielscheibe der Kritik. Und am Ende gewann Putin mit überragender, immer, ich glaube, mit steigender Prozentzahl. Und die interessante Frage war eher, also zweiter Platz bekam traditionell Kandidat von KPRF. Und die Frage war dann immer, wer bekommt den dritten Platz? Und das war so ganz spannend. Und dann haben wir gesagt, dritter Platz hat jetzt Liberale bekommen. Vielleicht gibt es liberale Wende. Oh, dritter Platz hat gemäßigte Linke bekommen. Vielleicht drängen sie KPRF von dem zweiten Platz. Diesmal werden Wahlen 3 Tage dauern. 3 Tage heißt, zwischendurch sind alle ne, Wahlzettel unter Verschluss bei der Wahlkommission. Und nachts weiß man nicht, ob man möglicherweise diese Türen öffnet und schaut, wer hat schon, also, ne, also Wahlen fälschen ist sehr aufwendiger und komplizierter Prozess. Das heißt, ideal sind, also angestrebt ist schon, dass Putin wirklich gewinnt, aber wenn es irgendwo kritisch wird, also wie gesagt, dieser Abstand, der muss immer erhalten bleiben. Dann kommen natürlich Methoden zustande. Dafür sind diese 3 Tage da. Du hast Möglichkeit, also ich glaube, es sind eine Nacht erst vom Samstag auf Sonntag. Und erfahrungsgemäß haben da Beobachter keinen Zugang. Also Beobachter können nicht sehen, sie können nicht übernachten und überprüfen, dass in der Nacht da niemand reinkommt. Für die Gehör. Sagen so, für die richtigen Wahlergebnisse sind zuständig Gouverneure, weil je nachdem, wie ihre Wahlergebnisse, wie in ihren Regionen abgestimmt war, wird ihre politische Karriere laufen. Und dann auch halt Mitglieder der Wahlkommissionen. Und da sind häufig, Wahlkommissionen sind häufig in den Schulen, das heißt so Menschen, die bei Schule arbeiten, bei den Staat eingestellt sind, spielen da große Rolle. Und wichtig ist da auch so Leute, die direkt vom Staat abhängig sind. Mitarbeiter von großen Betrieben, wo Staat irgendwie Prozente hat, Militärangehörige, Polizeiangehörige, Ärzte im städtlichen Krankenhaus, Dozenten an den staatlichen Universitäten, weil diese Leute sind quasi beteiligt an sowas wie der Chef sagt alle, wir gehen jetzt alle diszipliniert hin und wir stimmen alle für einiges Russland, wenn es Parlamentswahl ist, oder für Putin, wenn es. Und danach wird diese Urne nachgezählt. Alle wissen, das ist die Urne aus diesem Betrieb und wer, da ist jetzt nicht die richtigen Ergebnisse. So. Es gibt natürlich Republiken, die haben immer sagenumwobene Resultate für Putin. Meist sind das die Ärmsten. Und sagen wir so, gute Voraussetzung für hohe Ergebnisse für Putin ist eine arme, von Subventionen abhängige und monoethnische Republik wie Tschetschenien. Also in Tschetschenien leben fast ausschließlich Tschetschenen. Tschetschenien ist komplett abhängig von Geldern aus Moskau. Tschetschenien hat sehr, sagen wir so, präsente Staatsapparat und da kommen Beobachter von draußen kommen da nicht rein. Perfekt. 99% garantiert.
Schwierig ist es in den Großstädten, wo halt erfahrungsgemäß mehr Leute dagegen stimmen. Das heißt, man muss immer aufpassen, dass dort, wo viele Leute erwartungsgemäß falsch abstimmen, einerseits die Ergebnisse nicht zu offensichtlich gegen Putin und einiges Russland sind, aber andererseits darf man da nicht zu grob fälschen. Weil wenn man so etwas, das hat Wahlen in Belarus, haben das gezeigt, wenn man zu grob fälscht, dann fragen Leute, hast du Lukaschenko gewählt? Nein. Und du? Nein. Und du? Nein. Wie kommt er dann auf so viel hohe Prozentzahl, wenn wir hier 20 Leute gefragt haben und niemand hat für ihn gestimmt? Also, damit will ich nicht sagen, es gibt natürlich viele Leute, die für Putin stimmen. Seine Popularität kommt nicht einfach nur aus Zwang und Wahlmanipulationen, aber auf die verlässt man sich nicht. Also quasi so, es ist keine Sache, wo Staat sagt, naja, er wird schon sowieso gewinnen. Wie gesagt, es ist wichtig, dass er mit bestimmten Abstand gewinnt. Was noch wichtig ist, wie gesagt, man sollte zwischen Wahlfälschung und Wahlmanipulation unterscheiden. Weil Wahlmanipulation ist zum Beispiel, wem lasse ich zur Wahl zu und wem nicht. Und es ist nicht ein sehr guter Vergleich, aber stell dir mal vor, in Deutschland würde man zur Wahl CDU und SPD und Linke nicht zulassen, aber dafür Partei Bibeltreue Christen, falls das noch jemand ein Begriff ist, und ich weiß nicht so, Partei Soziale Gleichheit. Das ist kein sehr korrektes Beispiel, weil Partei Bibeltreue Christen und Partei der Soziale Gleichheit sind in jeweils unterschiedliche Richtungen einfach radikaler als CDU und SPD. Und die sind quasi, während in Russland wäre das quasi Partei geleitet von unbekannten Menschen oder von irgendwelchen längst vergessenen SPD- und CDU-Randpolitikern, die ähnliches Programm hat, aber sagt, wir sind nicht gegen den aktuellen Machthaber. Das heißt, du hast dann die Parteien, die wirklich Massenbasis haben, werden eingehegt und viele, viele Parteien mit unbekannten Kandidaten werden zur Wahl zugelassen. Das heißt, je erfolgreich, also quasi, es gibt zwei, drei Parteien, die haben wirklich Basis und dürfen antreten, aber die müssen sich an Regeln halten. Neue Partei zu gründen ist faktisch unmöglich, aber es entstehen trotzdem neue Parteien und sie entstehen so aus dem Nichts. Also quasi so, da gibt es Anhänger von Nawalny, die sammeln Unterschriften. Und man sagt dann, nein, Unterschriften falsch, das ist falsch, dies ist falsch, der ist vorbestraft, den verknacken wir, jetzt ist er auch vorbestraft, lassen wir nicht zu. Irgendein unbekannter Dude namens Davankov sagt, er gründe mal eine liberale Partei. Zack, hat er Lizenz und seine Partei ist zugelassen. Ihr wollt liberale Partei wählen, da ist eine liberale Partei. Ah, ihr wollt KPRF wählen, da sind drei weitere linke Parteien, die aus dem Nichts entstanden sind, ähnlichen Namen tragen und offensichtlich denen die Stimmen klauen sollen. Ne? Also ich kann erst Partei nicht zulassen und dann Fake-Parteien gründen. Ich kann aber Partei zulassen, dann noch mehr Fake-Parteien gründen, dass der Stimmen geklaut werden. Das ist natürlich keine Wahlfälschung, aber es ist offensichtlich keine Beeinflussung der Wahl. Weil, sagen wir mal so, also vielleicht klinge ich jetzt so ein bisschen wie groß, ich mache das jetzt nicht als Lob des Wahlverfahrens und der Regeln, aber es ist schon ein Unterschied, ob man sagt, so, es sind Spielregeln, die sind von den Akteuren des politischen Prozesses akzeptiert und sie ändern sich nicht. Und wenn man Spielregeln ständig während kurz vor Wahlen ändert, beeinflusst man dadurch natürlich die Wahlen. Ne? Also es ist so. Okay. Ja. Dann erzähl doch mal direkt. Du hast ja schon mit den Parteien angefangen. Welche Parteien sind denn da im Parlament? Welche Parteien treten da an? Sind Teil dieser Konkurrenz? Sind Wie Teil auch der immer Konkurrenz geartet? eigentlich? Ja, eine Sekunde. Habe da Notizen gemacht. Also, im Parlament sind zurzeit folgende Parteien: Kommunistische Partei der Russischen Föderation, größte Oppositionspartei, hat gesagt, wir unterstützen Krieg und schmeißen Leute raus, die gegen Krieg sind, hat nicht ihren Dauerkandidaten Zyuganov in Rennen geschickt, der Parteivorsitzender ist. Und sondern einen relativ unbekannten Abgeordneten namens er ist nicht mal mehr Abgeordneter, glaube ich, Charitonow. Nikolai Charitonow war eigentlich meiste Zeit nicht bei KPRF, sondern bei so Satellitenparteien von KPRF. Also erst war er in bei so einem Versuch, so eine linkssozialistische Partei zu gründen, war er bei Agrarpartei, also er ist ja im früheren Leben Kolchos-Vorsitzender.
Und er hat auch so Habitus von so einem sowjetischen Funktionär aus den 70er Jahren. Er ist nicht der bekannteste KPRF-Politiker. Er ist auch Partei weniger verankert, weil er am Anfang nicht dabei war. Aber er durfte schon einmal antreten im Jahr 2004. Als 2004 war so einmal Wahlen, wo einige Parteien gesagt haben, wir finden die Wahlen so komisch, wir schicken nicht unsere Top-Kandidaten, sondern irgendwem aus der zweiten Reihe und zeigen dadurch, dass wir diese Wahlen so nicht richtig finden. Aber jetzt ist er schon, also letztes Mal hat KPRF-Kandidat, er war, sagen wir mal, so ein bisschen rebellischer und ein bisschen, er benahm sich so, dass auch Nicht-KPRF-Wähler ihn interessant fanden. Also es war so ein einerseits Unternehmertyp, der gleichzeitig so Modelle aus der Sowjetzeit in den Kapitalismus quasi retten wollte. Und er war jung, relativ jung, gut aussehend, sprach nicht so altmodisch, sondern konnte auch so mit etwas jüngerem Publikum, hat auch ganz feile, also für KPRF-Wählerschaft ist das ja schon ein Minuspunkt, sage ich jetzt mal für viele. Hat gesagt, ja, ich habe auch eine jüdische Großmutter. Ich sage das jetzt vorher, bevor das jemand. Also jetzt hat er so einen Effekt, wie als Olli von Beuys sagte, ich bin schwul und das ist gut so. Und er war so ein bisschen. Auf einmal hat man gemerkt, er ist irgendwie interessant für andere Wähler, nicht nur für KPRF. Und man hat ganz schnell so eine Schlammkampagne gegen. Man hat sofort ein Bankkonto gefunden. Und also, nachdem man ihn schon zugelassen hat, hat man ganz, ganz, ganz viele kompromittierende Sachen gegen ihn rausgefunden. Und weil man merkt, oh, er könnte auch jemand sein, dann wählen Leute, die sonst nicht zur Wahl gehen, das brauchen wir nicht. Und diesmal so, Charitonow ist genau das Gegenteil. Charitonow ist einfach so aus der 70er Jahre Nachrichten in Sowjetunion direkt rausgegangen. Also er sieht wirklich aus wie jemand, der gerade auf dem Parteitag der KPdSU Lob auf Brezhnev sagen wird. Also er ist nicht irgendwie so ein flammender Marxist-Leninist, auf gar keinen Fall, sondern so, früher war es stabil, ruhig, besser. Und ich rede auch so, als wäre jetzt Jahr 77 und wir reden auch so. Dann gibt es LDPR, Liberal-Demokratische Partei Russlands. Liberal-Demokratische Partei Russlands war eine quasi Partei rund um einen schillernden Mann namens Wladimir Zhirinowski. Wladimir Zhirinowski, also wenn man in den 90er Jahren gab es Spiegelcover mit ihm, wo so Hitlerbild und sein Bild zusammen montiert war, weil er trat vom Mikro und sagte solche Sachen wie: Wir werden bis in die Schnauze anmarschieren, wir werden sich erschießen und sich, wir werden euch allen zeigen. Also er redete immer so ein Hate Speech und hatte großen Applaus so bei wütenden Leuten geerntet. Aber es war schon seit den 90er Jahren klar, dass er in, sage ich jetzt mal, so relativ engen Kontakt mit denen Politikern, also in der Regierung steht, die er die ganze Zeit kritisiert, weil abgestimmt hat er immer so wie dann die Regierung. Also er hatte Stimmen der Jelzin-Hasser auf sich gezogen und dann aber bei Abstimmung brav verhalten. Ansonsten war er, also er war schon Nationalist, aber ohne Festlegung auf irgendwas Bestimmtes, sondern er hat immer so den Wut irgendwie performt. Also er ging zum Mikro und sagt, schaut euch diese fetten Beamten an, die sind alle korrupt, die werden alle im Gefängnis stecken. Und jeder, der im Ausland uns beleidigt, den werden wir denn wir die Atombombe spüren lassen und unsere Soldaten werden Stiefel in jüdischen Ozean waschen. Es hat aber auch manchmal auch so wirklich, also groteske Züge, weil er während der Talkshows Kontrahenten die mit Gegenständen bewarf oder auch schlug oder auch sagte Sätze wie Triggerwarnung. Er sagte zu weiblicher Kontrahentin: Ich lasse meine Leibwächter dich vergewaltigen oder ich lasse meine Leibwächter dich rausführen und erschießen. Das war so sein Redestil. Und man kann schwer jemanden finden, den so ersetzt. Und seine Partei drehte sich im Prinzip um diese eine Figur. Also haben sie den skandalösesten Figur nach ihm aus der Partei zu seinem Nachfolger gemacht, Leonid Slutsky. Leonid Slutsky ist vor allem bekannt geworden durch einen Skandal, bei dem ihn mindestens drei Journalistinnen beschuldigt haben, dass er sie sexuell belästigt hat. Woraufhin er natürlich daraus sagte, das ist die Provokation des Westens oder irgendwie sowas. Aber in der Partei muss sich quasi vor allem in der Partei beweisen, dass er die Erbe von Zhirinowski halten kann. Also für ihn gilt es quasi, ob kann er diese Posten an der Spitze der Partei behalten. Er hat nicht mal Wahlprogramm.
bis hier präsentiert. Also wenn man auf seine Website schaut, ich habe es heute gesehen, da ist kein Wahlprogramm zum Runterladen oder sowas. Da sind nur seine Termine, wo er Städte bereist. Zwischen ihm und Charitonow gibt es inhaltlich, also LDPR sagt, wir sind Patrioten, aber keine Kommunisten. KPRF sagt, wir sind Kommunisten und Patrioten. Aber faktisches Programm von Parteien unterscheidet sich wenig, nur durch, ob man sich positiv oder negativ auf Sowjetunion bezieht. Aber faktisch ist das, also Russland muss stark und groß sein, man muss viel Geld für Waffen ausgeben, aber Staat muss auch sich für Arme und vor allem für Familien von Soldaten kümmern. Und im Grunde genommen sind wir gegen wilden Kapitalismus, sondern dafür, dass das, wenn es schon Marktwirtschaft stattfindet, soll es Nationen nutzen und zu Größe Russlands beitragen. Sie kritisieren Putin nicht, beide nicht. Charitonow hat auch gesagt, er will gar nicht sagen, dass er Putin einen schlechten Job gemacht hat oder dass er einen besseren Job macht als Putin. Er möchte nur, dass Wähler seinen Job bewerten und nicht Putins Job. So. Slutsky ist ansonsten so quasi, Zhirinovsky war zumindest immer amüsant, weil er hat Leute ständig beleidigt und man glaube, Leute haben, er war immer so Attraktion des Wahlkampfes. Er stand dann tatsächlich bei diesen Talkshows und alle rein. Er hat so zum Kommunisten gesagt: Du hast doch Leute im Gulag umgebracht, und zum Liberalen: Du hast doch Russland an Westen verkauft. Und Frauen hat er immer besonders gern beleidigt. Vermutlich deswegen haben sie Slutsky gewählt, weil Slutsky hat schon dieses Hypothek. Ansonsten Slutsky hat also sein Umgang mit, sagen wir mal so, in Russland ist Slutsky, wie heißt das, offensichtlich lesbar als Mensch mit bestimmtem Background, mit jüdischem Background. Deswegen auf seiner Website ist er in der Kirche mit Kerzen neben Ikone. Also der kommunistische Kandidat hat einfach offen gesagt, ja, ist so. Slutsky macht irgendwie, muss be also so besonderes hyper-christlich-patriotisches geben. Dritte Partei in Duma ist Gerechtes Russland. Gerechtes Russland ist so, sieht sich als Oppositionspartei. Gerechtes Russland unterstützt welchen Kandidaten? Wladimir Putin. Ach ja, ich habe nicht erwähnt, dass es in Russland, also stärkste Partei in Duma ist einiges Russland. Und sie unterstützt Putin, aber Putin möchte nicht Kandidat von einiges Russland sein, er ist unabhängiger Der ist Kandidat. unabhängig und Er darüber ist kann man unabhängig. sagen, ja. Es heißt, es hätte er, also es, wenn ich von Partei kandidiere, die im Parlament sitzt, brauche ich keine Unterschriftensammlung. Wenn ich als unabhängiger Kandidat antrete, muss ich Unterschriften bringen. Und das sollte zeigen, Putin, also nur einiges Russland ist nicht besonders beliebt, deswegen versucht er so ein bisschen Abstand zu gewinnen, also sichtbar. Und Unterschriften wurden sehr schnell gesammelt. Auf der Straße sah man, wie man Leute für Nadjerzhin Unterschriften sammelt und die Leute Schlange stehen für Nadjerzhin. Niemand hat gesehen, wie jemand Schlange steht, Unterschriften für Putin zu sammeln. Aber klar, diese Unterschriften werden dann in Betrieben, Das Schulen waren und bestimmt elektrische Unterschriften dann also übers iPad. bei anderen Kandidaten schaut man sehr genau auf Unterschriften und da kommen Experten und sagen, also dieser Buchstabe ist unlesbar, diese Unterschrift gilt nicht. Zur Erinnerung, dieses Modell mit Unterschriften sollte gleiche Chancen schaffen, also heißt, es geht nicht um Geldsumme, sondern um Unterschriften, damit Leute auch ohne Geld Wahlkampf führen können. Nur Geld kann man nicht so leicht fälschen wie Unterschriften. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, man kann diese Summe auch so relativ gering halten, aber das war, also, wenn Leute Unterschriften sammeln, dann ist das viel demokratischer. Ja, wenn man diese Unterschriften dann immer als Fälschung abtut. Und das Fiese ist, man kann auch jeden Kandidaten, den man nicht mag, einfach Leute ans Hals schicken, die ihm falsche Unterschriften servieren. Er wird das ja nicht persönlich überprüfen. Und Partei, die für Nadjerzhin Unterschriften gesammelt hatte, galt bisher als sehr Kreml-loyale Partei. Zwinker, zwinker. Und sie haben für ihn Unterschriften gesammelt. Gut. Dann gibt es große Rätsel dieses Wahlkampfes, nämlich Partei Neue Menschen. Partei Neue Menschen sollte eine liberale Partei darstellen. Na, wenn man alle liberalen Parteien, die auch nur im geringsten Verdacht standen, dass sie wirkliche oppositionelle Politiker hatten, hat man einen Unternehmer und ein paar Leute, die vorher irgendwie. Verfassungsschutz ruft an. Ja, nee, NATO, sorry. Der Generalsekretär. Generalsekretär, genau. Ach was? Also ja, ich soll doch, ich soll den Vankov loben. Guter Mann, Weltenale. Ich nehme alles zurück. Er ist überhaupt kein Strohmann des Kremls. Genau, so man nimmt einen absoluten No-Name und der sagt dann, aber er ist ein viel erfolgreicher Unternehmer und sagt,
Also ich finde, die Steuern sollen gesenkt werden und man sollte Leute nicht so hart bestrafen. Oh, wenn ihr Liberale seid, dann könnt ihr den wählen. Nachdem wirklich jeder halbwegs Bekannte schon im Vorfeld gesagt hat, nein, Vorstrafe, nein, Konto im Ausland, nein, noch irgendwas. Und dann hat man ihm zu Hilfe gestellt eine Politikerin, die im liberalen Lager tatsächlich sehr gelobt wurde, Saradana Avksentjeva. Saradana Avksentjeva war Bürgermeisterin der Stadt Jakutsk in Jakutien und hat dort Privilegien der Beamten abgeschafft, vieles entbürokratisiert. Und man hat gesagt, wow, das ist so bürgernahe Politikerin der neuen Generation, die ist überhaupt nicht so wie diese Leute von Einiges Russland. Sie ist Frau, die ist Angehörige einer Minderheit, Jakuten. Sie spricht Russisch und Jakutisch. Sie ist aber nicht irgendwie so verstrahlte Nationalistin, die die ganze Zeit in so Volkstrachten rumläuft. Moderne, aufgeschlossene Politikerin, die sich um so etwas kümmert, wie man in Städten Leben besser macht. Und nachdem liberale Medien sie sehr lange gelobt haben und gefragt haben, ich habe ihm gefragt, Sardana, wollen Sie vielleicht auch in der Bundespolitik gehen? Wollen Sie vielleicht in die Bundespolitik gehen? An einem schönen Tag steht sie auf, geht zum Mikro und sagt, aus gesundheitlichen Gründen trete ich von meinem Amt als Bürgermeisterin zurück. Zack. Und dann war sie vom Bildschirm verschwunden. Und dann ist sie, nachdem sie aus gesundheitlichen Gründen einen Staat in Provinz nicht leiten konnte, ging sie dann doch ins Parlament. Alles klar, oder? Also auch da kann man natürlich nichts Macht beweisen Sinn, und macht Sinn, ja. ja. Und war dann tatsächlich Aushängeschild von dieser liberalen Partei. Guck mal, wir haben tatsächlich jemanden dann gemerkt, dann bevor er Zurücktritt gezwungen hat. Natürlich hat man sie nicht Zurücktritt gezwungen. Es waren einfach gesundheitliche Probleme. Jetzt hat sie keine, also jetzt ist der Gesundheit wieder in bester Ordnung. Dewankow, also man könnte sagen, na gut, wo ist das Problem? Dann sollen doch alle Oppositionelle Dewankow wählen, obwohl er vorher nichts was gegen Krieg gesagt hat. Aber weil er jetzt sich zum Beispiel so ein bisschen um Nadjerzhin-Wähler bemüht. Und Nadjerzhin ist wirklich zu allen gegangen. Nadjerzhin ist zu Linken gegangen und gesagt, guck mal, ich weiß, ihr mögt mich nicht, aber ich finde, Sozialstaat ist auch okay. Lass uns mal zum Beispiel darüber reden. Also irgendwelche Berührungspunkte kriegen wir schon hin, weil, come on, wir wissen, alles geht um Krieg. Dewankow ist Autor des Gesetzes der Geschlechtsumwandlung verbietet. Das ist, glaube ich, nicht korrekter Begriff, aber auf jeden Fall, es Ja, verbietet Ambition. Operation, Therapie, aber auch Informationen darüber, Werbung dafür und auch vor Mikro treten und sagen, ich habe das gemacht, das ist okay, es ist kein Verbrechen, das ist laut Gesetz auch schon verboten. Das ist schon echt eine der repressivsten, fiesesten Gesetze, was Gesundheit und vermutlich auch Leben der Leute gefährdet. Und er ist als liberaler Autor davon. So, das heißt, für viele Leute ist er einfach absolut untragbare Person und sie mussten irgendwie so, also einfach, da funktioniert nicht einmal, lasst uns doch mal alle als Liberale diesen einen Liberalen wählen. Und das ist klar, dass er jetzt super Angebote macht, ja, so Nadjerzhin wählen können zu mir kommen und mit mir reden. Nur, es ist klar, also wenn Liberale jetzt auch sagen, ruft, wählt alle Dewankow. Vergisst alles, was über ihn wisst, wie scheiße er ist, wählt ihn alle, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er auch aus dem Rennen rausgeht. Es sind auch etliche Kandidaten von Parteien, die null Maßes haben, problemlos Unterschriften gesammelt. Und was passierte, wenn sie Unterschriften gesammelt haben? Sie haben gesagt, ich trete aus dem Rennen zurück und bitte wählt Wladimir Wladimirovich, weil er ist gerade der, es ist wichtig, dass das Land sich konsolidiert. Unter diesen Figuren waren zwei vielleicht bemerkenswert. Der eine heißt Sergei Baburin. Sergei Baburin ist tatsächlich relativ früher, zumindest ein wichtiger Mensch im nationalistischen Spektrum gewesen. Das heißt, hätte er angetreten, hätten zum Beispiel Leute, die sonst Trielkow-Gierken wählen wollten, also richtige Hardliner, die sagen Krieg bis zum Endsieg, hätten wahrscheinlich ihn gewählt. Es ist auch kein Zufall, dass er dann so stark, schnell, also wirklich an dem Tag, wo er ihm gesagt wurde, sie können zur Wahl eintreten, hat er gesagt, nein, möchte ich nicht, wählt alle Putin. Aber Baburin ist auch eine Persönlichkeit, seine Highlight, seine politische Karriere war Opposition zu Jelzin, das ist noch kein Duma, sondern oberstes Sowjet war. Und im obersten Sowjet war jeder, da brauchte man keine starke Partei, da war man deswegen bekannt, weil man einfach oft vom Mikro geredet hat. Und dann, als Jelzin dieses oberste Sowjet aufgelöst hat, mit bisschen Gewalteinsatz, war Baburin zwar namenhaft bekannt, aber eine Organisation, eine Partei hatte er in dem Sinne nicht. Er hat zwar eine gegründet, aber die war niemals so stark wie KPRF oder LDPR.
Er ist aber trotzdem jemand, der verschiedene rechte Fraktionen an einen Tisch bringen kann. Also so bekennender christlicher, konservativer Nationalist. So. Aber er hält sich aber auch nicht so ein Skandalnudel wie Zhirinowski. Also er redet immer sehr ruhig und gesetzt und macht, also versucht niemals so Hass-Vokabeln zu benutzen. Er ist jemand, der so quasi sehr sich so solide gibt. Der andere Kandidat, der verzichtet hat, ist ein gewisser Andrei Bogdanov. Andrei Bogdanov ist auch Anfang der Nullerjahre aufgetaucht. Mit, ihr kennt mich zwar nicht, aber ich bin Freimaurer. Das war natürlich so quasi klar, wenn jemand so etwas sagt, dass das jetzt nicht gerade Leute sagen, wow, Freimaurer, den möchte ich wählen, weil davor in den 90ern waren die ganzen Verschwörungstheorien sehr beliebt. Und Bogdanov ist natürlich als Witzfigur wahrgenommen worden, aber später ist aufgefallen, dass Bogdanov großes Talent hat, Parteien zu registrieren oder Registrierungen von Parteien, die es schon gibt, aufzukaufen. Also das heißt, irgendwann Anfang der 90er Jahre hat sich eine Partei gegründet. Sie hat kaum noch Wähler, aber sie hat Zulassung. Dann geht Bogdanov, kauft diese Lizenz quasi und sagt, so, ich habe jetzt hier eine registrierte Partei. Wenn jemand kandidieren möchte, kann er zu mir kommen und reden. Das heißt, Bogdanov ist so ein richtiger Verwalter von einem Datenbank toter Parteien, nicht existenter Parteien, die auf Papier existieren, die man aber komischerweise immer zu Wahlen zulässt, während die Parteien, die es reell gibt, immer wegen irgendwelchen Unregelmäßigkeiten dann Probleme hatten. Bogdanov hat auch Unterschriften gesammelt, hat auch zugunsten von Putin verzichtet. Jetzt könnte man sagen, jetzt wird Putin von Freimaurern gewählt. Verschwörungstheorien bitte in Kommentare reinschreiben. So, habe ich jetzt wen vergessen? Ah ja. Die Antikriegsleute, über die hast du gesprochen. Antikriegsleute waren natürlich, also erst hat sich eine völlig unbekannte Journalistin aus Provinz, also in Provinz war sie schon bekannt, aber so bundesweit, landesweit nicht, hat gesagt, so, ich bin hier vor Ort Aktivistin, ich setze mich irgendwie für, weiß ich so, gegen, ne, für Verbesserung von urbanen Räumen ein und ich bin gegen Krieg. Also ohne jetzt große Ausführungen, was ist ein Krieg falsch und was sollte man stattdessen, nur so, ich bin gegen Krieg. Lass uns mal vielleicht, wer gegen Krieg ist, soll mich wählen. Und hat angefangen, Unterschriften zu sammeln. Sofort stützen sich alle Linke, Liberale, also nicht alle Linke, aber viele Linke und fast alle Liberalen. Ja, lass uns Unterschriften für sie sammeln, wir wählen sie, die ist cool. Die ist so genau das Kontrapunkt zu Putin. Putin ist ein alter Mann mit Witzen, so Dead Jokes. Und sie ist so junge, moderne, aufgeschlossene, urbane Frau, die kann man so gut als Gegenbild zu Putin aufbauen. Natürlich fand man in ihren Unterschriften, sie hatte mehr als nötig, hat man natürlich Unregelmäßigkeiten gefunden und sie aus den Rennen genommen. Und dann kam Nadjerdin. Nadjerdin war, wie gesagt, er war in so einer marktliberalen Partei und eine kurze Zeit in der Duma, aber die meiste Zeit war er ein regionaler Abgeordneter. Aber er war sehr häufig im Fernsehen, deswegen alle gesagt haben, naja, wenn man ihn im Fernsehen lässt, ist ja klar, dass er so ein bisschen loyalere Teil der Liberalen sei. Aber er war halt häufig im Fernsehen, einfach so bekanntes Gesicht. Und er ist dann hat er gesagt, so Krieg, Spezialoperation war Fehler. Das hat nicht gebracht, was es bringen sollte. Lass uns verhandeln. Und alle haben gesagt, okay, es ist völlig egal, was er sonst so für Scheiß sagt. Dass er mal bei, er hat mal für eine linke Partei als Liberaler kandidiert. Das geht, weil eben diese, ne, Zulassung. Ich bin bekannt, aber ich habe keine Partei. Das ist eine Partei, die hat nur Zulassung. Also gehe ich zur Partei und sage, mich kennt man im Stadtteil. Und sie sagen, naja, gut, du passt uns nicht inhaltlich, aber egal, wir brauchen ein bekanntes Gesicht. Komm, du kandidierst für uns. Für gerechtes Russland ist er kandidiert. Dann hat er mal versucht, mit Nationalisten irgendwie so, also auch so Nawalny-mäßig. Nicht Nationalisten, Russland muss groß sein, sondern Nationalisten von Migranten sind uns zu viel. Das war aber, sie haben ihn angeschaut und gesagt, nee, du kommst aus, wir wissen, woher du kommst, wir wissen, welche Vorfahren du hast, wir akzeptieren dich nicht als irgendwie Politiker aus unserem Lager. Er hat einfach so Sachen gesagt wie, man darf nicht zulassen, dass in Moskau noch mehr diese Migrantensiedlungen entstehen. Dann hat er wieder zu so einem liberalen Image zurückgekehrt, aber er war immer so ein, naja, er ist nicht besonderes, also er ist eher so zweite, dritte Reihe. Aber selbst dieser Politiker hat auf einmal, wurde auf einmal super interessant.
Einfach weil er dann auch tatsächlich so einen richtigen Wahlkampf gemacht hat. Also er ging dann tatsächlich zurück und hat gesagt, hey, was sagt ihr so zu diesem Thema? Lass mal darüber diskutieren. Aber komischerweise, also auch da ist nicht diese Dynamik durchbrochen. Man stimmt eigentlich für Kandidaten und nicht für Programm. Weil sein Programm jenseits von jetzt gegen Krieg war vollkommen egal. Dann gibt es eine zugelassene, immer noch zugelassene Partei namens Jabłka. Und die sind so ein bisschen, also ne, sozialliberal mit starken sozialdemokratischen Fraktionen. Das Problem ist, dass sie seit neuestem, also früher war Jawlinski, der Chef dieser Partei, immer jemand, der gesagt hat, die Reformen in den 90ern waren falsch. Die waren zu marktradikal, zu krass, viele Leute sind arm geworden. Und zum Beispiel Nawalny hat es auch in seiner Partei seine politische Karriere gestartet. Jawlinski war immer gegen Tschetschenienkrieg, ersten Tschetschenienkrieg, gegen zweiten Tschetschenienkrieg. Und war, also seine Partei hat so ein bisschen Image, da sind die Gutmenschen. So, während Partei von Nadjeżdin, das waren eher so richtige Kapitalistenhaie und Leute, die wirklich Kapitalismus hardcore haben wollen, war Jawlinski so, aber die Menschenrechte, aber die Diskriminierung, Umweltschutz. So, aber als Jawlinski schon bei vorherigen Wahlen gesagt hat, Anhänger von Nawalny sollen mich nicht wählen, haben viele so Ungutes gewittert. Und jetzt hat er gesagt, es müssen irgendwie 10 Millionen Unterschriften für mich gesammelt werden, dann trete ich ein. Sonst macht das keinen Sinn. Es war klar, letztes Mal hat er nicht mal 1 Million Stimmen bekommen. Also faktisch hat er gesagt, wählt mich nicht. Also unsere Partei hat noch lokale Abgeordnete. Sie ist nicht in der Duma, aber sie kann noch zu Wahlen eintreten, aber das wollen wir nicht. So quasi so, wir wollen nicht die Funktion übernehmen, die wir übernehmen könnten, indem wir quasi sagen, wir haben noch Plattform für die alle, weil die wären, Jawlinski-Partei wäre wählbar sowohl für Liberale als auch für Linke. Er wäre eigentlich so der Kandidat. So, weil er ist von allen Liberalen ist er noch am linkesten und von quasi so, es würde sich anbieten. Nein, möchte er nicht. Er hat allerdings noch im Oktober einen umfassenden Friedensplan veröffentlicht, wo er gesagt hat, erst muss man Feuer einstellen und dann über Grenzenverlauf verhandeln. Weil wenn man erst Grenzen klären möchte und erst dann Feuer einstellt, dann wird dieser Krieg nie enden. Was an sich übrigens gar nicht so verkehrter Gedanke ist. Da hat man spekuliert, er durfte das veröffentlichen. Er wurde dafür nicht repressiert. Variante 1, über Jawlinski versucht Kreml sozusagen für Friedensverhandlungen was zu ertasten. Variante 2, er ist quasi so ein Ablenkungsmanöver zur Spaltung der Antikriegsopposition. Variante 3, es gab natürlich unzählige Varianten, aber Tatsache ist, Jawlinski ist in diese Bresche nicht gesprungen. Und damit ist er quasi also ist es quasi so durchkreuzen seiner ganzen bisherigen Karriere, weil er wäre eigentlich der naheliegendste Antikriegskandidat. So. Der Rest quasi, dann gibt es natürlich noch so Lager, die sagen, man muss jetzt Massenmobilisierung einberufen. Der Kandidat wäre Strelkov Girkin, der sitzt im Knast, der ist für 4 Jahre verurteilt wegen Extremismus. Denen wurde auch Ansage gesagt, dass ihre Kritik sowas so jetzt nicht toleriert wird. Und damit also quasi alle anderen Anwärter waren gar keine Vertreter von politischen Parteien, sondern wirklich irgendwelche Internetblogger und Unternehmer und Leute, die man entweder als Clowns kennt oder gar nicht. Also es gab zum Beispiel so eine Kommunisten Russlands, das ist auch so eine Fake-Partei faktisch, die dann irgendwelche schillernde Stadtverrückte ins Rennen schickt, um KPRF-Stimmen zu klauen. So. Das ist so quasi noch nie, bei allen bisherigen Wahlen unter Putin, war noch nie so wenig, sagen wir mal so, Spannung. Weil davor waren es immer noch so, ja, welche der liberalen Kandidaten will sie durchsetzen oder welche der Linken oder wer nimmt Platz 3 ein, aber diesmal, also es ist tatsächlich zwischen KPRF-Kandidaten und LDP-Kandidaten gibt es kaum noch inhaltliche Unterschiede feststellbar. Und Davankov ist irgendwie nur Platzhalter, der immer riskiert, aus dem Rennen genommen zu werden, wenn jetzt alle auf die Idee kommen. Jetzt rennen wir quasi alle und wählen ihn trotz allem einfach um irgendwie. Er wird unser Ersatz Nadjeżdin, Ersatz Jawlinski, Ersatz Udalzow, Ersatz Girkin, Ersatz alles. Also sobald die Opposition sagt, okay, wir wählen ihn, dann wird dieser Kandidat wahrscheinlich aus dem Rennen gehen Okay, müssen. dann vielleicht zum Abschluss, sag doch mal was zu diesen konkreten Wahlen im Sinne von
Naja, wenn das so ist, wie du es erzählt hast, wie wird sich das denn das, ja, ich meine, ohne da jetzt groß in die Zukunft zu schauen, was ist die Logik von diesen Wahlen? Wie werden sich diese Wahlen entwickeln? Was machen denn eigentlich die Oppositionen dann, wenn sie sich da hinstellen und sagen, wir sind die Opposition, aber dass ja eh alles recht abgekatert ist? Was ist jetzt zu erwarten von den Wahlen in den Okay, nächsten paar Wochen? ich fange bei der Opposition an. Opposition, es ist also sehr unwahrscheinlich, dass sie sich für Dubanko entscheiden. Alle wahrscheinlich, sie werden aktiven Wahlboykott machen. Und das wird gerade zum Beispiel so Oleg Kamolow, ein bekannter linker Autor und Ökonom, sagt, man sollte Wahlboykott nicht so verstehen. Wenn man zu Wahlen nicht geht, ist das kein Wahlboykott, das ist einfach ignorierende Wahl. Boykott ist das, wenn man etwas Aktives tut, um hinzuweisen, warum das falsch ist. Und zum Beispiel, es kursieren Anleitungen, wie man Anzahl der Stimmen für Putin senkt. Und zwar, indem man möglichst viele ungültige Stimmzettel ins Urne schmeißt. Wichtig ist, also, ne, ich rufe zu niemanden zu nichts auf. Da sind halt vier Kreuzchen. Und egal was man, also damit das ungültig ist, muss mehr als ein dieser Kästchen angekreuzt werden. Man kann sonst nur Beschimpfungen auf dieses Zettel schreiben oder obszöne Bilder malen oder irgendwie was weiß ich schreiben, Darth Vader, Trotzki, wer auch immer. Wichtig ist nur, dass wenn zwei Felder angestrichen sind, dann ist das ungültige Stimme, aber es muss trotzdem, also bei dir ist es Stimme, die trotzdem gezählt wird. Ja? Und Ziel dieser Kampagne ist, dass man einfach zeigt, dass so wenig Stimmen für Putin wie möglich und dass vor allem so, je mehr solche ungültige Wahl sind, desto mehr müssen Wahlen gefälscht werden. Und je mehr sie gefälscht werden müssen, desto größer Aufwand. Und je größer Aufwand, desto schneller können Beobachter dann doch feststellen. Also quasi so, wir machen es denen so schwierig wie möglich. Das ist natürlich, also wie gesagt, auch da steht nicht, aus welchen Gründen Leute das machen, weil die Gründe können sehr unterschiedlich sein. Auch das ist keine, also man kann zwar schadlos. Man geht davon aus, man kann schadlos ungültig wählen, aber man kann zum Beispiel nicht Flugblätter gegen diese Wahlen verteilen, das wäre Extremismus. Ja, oder wenn ich jetzt Flugblatt verteilen würde, dass Wählen verkehrt ist und man sollte gar nicht Herrschaft ermächtigen, wäre das auch Extremismus und würde entsprechend ändern. Aber also ich habe zum Beispiel bei Abstimmung über Verfassungsänderung 2020 gesehen, dass Leute ihre Wahlzettel nicht mit, wie soll ich sagen, also nicht mit beschrifteter Sache nach innen, beschrifteter Seite nach innen gefaltet haben, sondern umgekehrt nach außen, so dass man sieht, in Wahlurne liegen viele Zettel, auf denen Nein angekreuzt ist. Und jeder, der in diesen Raum geht, der ist eine durchsichtige Urne und in der Urne liegen lauter Zettel, auf denen Nein angekreuzt ist. So, wenn dann im Wahllokal alle Leute mit Ja abgestimmt haben sollen, wird Leuten das auffallen. Aber man muss schon sagen, das sind natürlich sehr hilflose Versuche. Es ist damit, dass es jetzt niemand macht da Illusionen, dass dann wird Putin nicht mehr legitimer Präsident sein, sondern eher so, man macht ihm so schwer wie möglich. Es gibt noch Opposition im Exil. Sie versucht mit Argument Wahlen zu delegitimieren, indem sie sagen, internationale Gemeinschaft hat Referendum im Herbst 2022 nicht anerkannt. Wenn also Russland die annektierten Gebiete abstimmen lässt, dann ist die ganze Wahl illegitim. Aber das ist, ob sie damit durchkommen, ist sehr fragwürdig, weil also auf diesen Gebieten sind sehr wenig Bevölkerung. Und man erklärt dann die Wahl von Millionen anderen Menschen als ungültig und erklärt Chef von einem Atommacht für illegitimen Herrscher. Das ist irgendwie, also das macht mehr Probleme als Lösungen, weil klar, deren Interesse ist, man macht dann eine Exilregierung, die dann als legitim anerkannt wird. Aber das bringt ja nichts, weil man muss ja mit Atommacht schon irgendwie verhandeln müssen. Und wem will man verhandeln, wenn man gesagt hat, diese Leute, ihr kennt ja gar nicht als Regierung an, deswegen ist das so ein bisschen abenteuerlicher Gedankengang. Ja, man kann schwer sagen, wir kapern einfach alle Verbindungen zu so einer
Land mit Atomwaffen und reden nicht mehr mit den Außenminister. Gar nicht mehr. Allerdings, also diese Wahlen in neuen Gebieten, wie es heißt, also in den Gebieten, eigentlich hat Russland keinen klaren Grenzenverlauf, weil diese Gebiete sind ja umkämpft. So. Und es ist nicht klar, wie viele Leute leben dort reell. Also irgendein Staat wurde im Rahmen der militärischen Handlungen eingenommen und zählt dann als Teil von Region Lugansk oder Region Donetsk als Teil der Russischen Föderation. Aber es ist klar, dass vor Kampfhandlungen in beide Richtungen Leute geflohen sind. Aber auf den Listen der Wahlkommission sind dann nur die Bevölkerung vor Kriegsbeginn. Und das macht natürlich Möglichkeiten, viele Möglichkeiten für, ich sag mal, gewisse Handlungen bei Stimmenauszählen. Also ist ja klar, in so einer zerbombten Stadt lebt unmöglich die Bevölkerung aus der Vorkriegszeit. Und man weiß nicht, wer ist von diesen Leuten jetzt in Russland, wer ist in der Ukraine, wer ist in anderen ausländischen Gebieten und auf der Liste stehen sie aber immer noch als Bewohner und Wähler. Und wenn man sie quasi alle als russische Staatsbürger zählt, dann sind sie auch alle formell wahlberechtigt. Vor allem, wer soll da auch überprüfen, wie die Wahlen ablaufen, wenn dann bald gekämpft wird? Auch klar. Also, deswegen wird vermutet, dass gerade in umkämpften Städten ganz besonders viele Stimmen für Putin sein werden. Okay. Einfach, ja. Dann am 25. März, meintest du, waren die, ne? 24. Sonntag? 24. März, das sind ja 3 Tage. Aha. 24. März, genau, so 3 Tage. Und dann können wir vielleicht im Anschluss nochmal uns hier treffen und beziehungsweise in Berlin treffen oder hier nochmal online treffen und besprechen, was nun denn dabei rauskam. Es sind auch noch ein paar andere Folgen mit dir geplant, natürlich wie immer. Aber ich würde ja dann sagen, dann sind wir eigentlich durch mit dem Programm für die Vorwahl. Hast du noch was, was du sagen willst? Naja, so bis vielleicht noch mal, also wichtigster Punkt. Ja, es ist klar, wer als Sieger stehen wird, aber das ist ja quasi, also diese Wahlen haben insofern, die sind anders als Wahlen in Deutschland oder in Frankreich oder auch im Iran, weil es keine Intrige gibt, wer wird gewinnen. Also quasi als Verfahren zur Klärung, wer wird am Ende Regierungsbildung, fungieren sie nicht. Aber als was sie fungieren, ist als Legitimierungsverfahren. Das heißt, Konkurrenz gibt es nicht, aber Legitimation durch Wahl schon. Also deswegen ist ja diese Aufrechterhaltung von Konkurrenz, von so Konkurrenzschein so wichtig. Weil klar, Putin hätte Verfassung nochmal und nochmal ändern können und auch so, wenn man richtige politische Konkurrenten aus dem Verkehr gezogen hat, dann kann man auch irgendwie so Pseudoparteien wie LDPR problemlos aus dem Verkehr ziehen. Nur das würde ihm tatsächlich nicht nutzen, weil er möchte ja vor ganzer Welt eben stehen als dieses Verfahren, was als einziges legitimes zur Bildung der Staatsführung gilt, die gibt es bei uns auch. Was uns von anderen Staaten unterscheidet, bei uns ist die Bevölkerung weitgehend einig. Also das ist so diese These, die immer wieder, also wenn man die Publikationen liest, da wird immer wieder zwei Sachen wiederholt. Erstens, bei uns herrscht unglaubliche Einigkeit. Mal wieder, ob wegen Krieg, weil die Wirtschaft sich so gut entwickelt oder umgekehrt, wegen Krise. Aber egal, was passiert, es ist erstaunlich, wie konsolidiert unsere Gesellschaft ist. Und ja, aber niemand ist quasi, es gibt keine ernsthafte Konkurrenz, es gibt keinen Politiker vom Format von Putin. Das ist klar, jeder Politiker, den man 24 Stunden im Fernsehen zeigt, bekommt so eine Aura niemand kann sich mit dem messen. Es gibt keinen Politiker mit vergleichbarem Erfahrungsschatz. Klar, wo sollen sie denn ihren Erfahrungsschatz auch sammeln? Also so. Und deswegen dieses Argument so, ich sage nie, dass das immer Leute sind, die das gezielt verbreiten, aber wenn euch solche Argumente kommen wie, ja, aber außer Putin gibt es halt niemanden. Also, da sind genau die Thesen, die Propaganda und alle möglichen Soßen, unter linke Soße, unter quasi so pragmatische, man muss mit Russland Wirtschaft, Kooperation anstreben, oder unter konservativer Soße. Aber es ist quasi, du kannst diese Sülze in verschiedensten Medien nachlesen, also in linken, in rechten, und es kommt immer dabei raus, ja, aber Putin ist nun mal so vom Volk beliebt, deswegen, was soll die Aufregung? Das Volk liebt ihn, das Volk wählt ihn.
Das ist alles so. Die demokratischen Politiker, die ständig Regierungskrisen haben, die sind neidisch auf ihn. Das wird auch immer gesagt. So, schaut euch Biden, er ringt mit seinem, ringt Exekutive mit Legislative. Schaut euch diese Koalitionskrachs in Deutschland an. Die sind alle neidisch auf uns, auf unsere geradezu harmonische Zusammenleben von allen Teilen der Gesellschaft, was uns dieser große Mann ermöglicht hat. Ja, gibt es auch einige ganz gute Witze, aber die erzählen wir vielleicht mal in einer anderen Ja, Stunde bei ein bisschen mehr Wodka. Podcast, immer noch ein Der Projekt. Wodcast, so also ist das, genau. Das wird ein spezielles Format. Nur einmal im Jahr, bitte. Okay, nach den Wahlen. So ist es, genau. Evgeny, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für Gerne, deine danke Zeit. für die Einladung und Und wir bleiben sowieso im Gespräch. Ja? Bis bald. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.